Okay, gut, Leute. Dann hallo und herzlich willkommen zu unserer Replay-Analyse in der Eagle, Leute. Ja, heute mal wieder auf dem Sonntagnachmittag, deswegen Grüße gehen raus, wann auch immer ihr euch das hier anschaut. Wenn jetzt live im Stream, dann am Sonntagnachmittag, sonst vielleicht irgendwann anders. Und Prost Kaffee, Leute. Hashtag No Schleichwerbung. Ich halte meine Hände da. Wir haben ein Superschiff-Matchmaking. Und, boah, Leute, guckt euch mal die Wartezeiten an. 2:30 auf die Rockets, 4 Minuten auf die Torps, 5 Minuten auf die Bomben. Ist ja wild. Ich hätte nicht gedacht. Okay, wir boosten am Ende. Wie viel? Ich meine, man sieht das immer nicht genau. Wie weit ist der Carrier entfernt? Ich würde mal immer gerne wissen, wie lange die Rockets... Also wie viele Kilometer die Rockets quasi boosten. Die haben ja eine Zeit, aber je nachdem, wie schnell man auch allgemein fliegt, boosten die ja über eine längere Zeit. Das ist schon spannend. So, wir haben hier die Western Wyvern, die in den Anflug gehen gegen die Neptune. Erstmal schon mal ganz das Gegnerteam offen, zick, zack. Der müsste besser eingezielt sein. Ich glaube, der ist aber zu weit hinten. Müssten zu weit hinten gewesen, also zu wenig Lead. Ne. Also sofort Recall. So, jetzt gucken wir mal, Leute. Recallt er wieder? Was macht er denn nun? Mensch, Maxian, was machst du denn hier? Hallo, das ist alles Schaden. We need it. Ah, das sind schon so 6, 7, 8 Kilometer werden schon sein, Leute. Das sind jetzt 10. Jetzt sind es 10. Wenn du mit einem Speedboost arbeitest, werden es bestimmt 6, 7 Kilometer sein, die du der Rocket-Unterstützung hast. Ohne Speedboost würde ich sagen, vielleicht 5, vielleicht 6, je nachdem, was du für Planes hast. Wenn die Planes stockmäßig natürlich schneller sind, dann dauert natürlich auch der Plane-Boost länger. Warum achte ich da jetzt gerade so drauf? Weil, ich meine, am Ende in der Runde wird uns das nicht so viel interessieren. Aber es gibt auch Probleme manchmal, wenn man sich mit Carriern zu offensiv hinstellt. Leute, müsst ihr... Alle drei, meine Fresse. Wie hat sich denn die Neptune hingestellt in den Smoke? 3 von 3. Naja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gibt ja auch manchmal Probleme, dass man sich immer ein bisschen anschauen muss, wo man sich hinstellt. Umso dichter du dran bist, prinzipiell, umso besser ist es ja, weil die Anflugwege sind ja auch für den Carrier am Ende sehr, sehr wichtig. Wenn du viel Schaden machen willst, und das sollst du ja am Ende, Schaden heißt ja auch Impact irgendwo. Captain, moin! Schaden heißt ja am Ende auch irgendwo Impact. Dann will man natürlich kurze Anflugwege haben. Aber die dürfen nicht zu kurz sein und das ist das Thema. So, prinzipiell, ich würde mal jetzt hier mal ganz kurz ein bisschen langsamer machen. Wartet mal, Leute, hoffentlich hängt sich das jetzt nicht auf. Nee, hängt sich nicht auf. Sieht nur ziemlich komisch aus, aber okay. Und der Sound passt auch nicht, aber gut. Wir sind langsamer, Leute. Was ich jetzt, worauf ich jetzt mal mit euch eingehen will, ist... Achtet mal hier unten auf die Map, seht ihr das? Also wir haben jetzt hier hinten eine ganz, ganz klare Front, Leute. Die geht hier einmal durch. Seht ihr das? Da haben wir einen Bulk in der Mitte. Da haben wir einen Bulk, die doppeln sich gegenseitig. Da außen ist ein Target, was wir anfliegen könnten. Und das ist das Thema. Wir müssen halt als Carrier, sind wir auch immer... Ich mache jetzt wieder ein bisschen schneller. Das war mir wichtig, mal euch zu zeigen. Wir müssen uns natürlich immer... Oder suchen uns natürlich immer sehr gerne die Targets, die isoliert sind an einer Stelle. Ne, jetzt fliegen wir hier in die Jäger rein. Das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. Schade. Genau, also hier schneller natürlich, wenn du siehst, der kommt schon an mit seinen Planes und du machst ihn da hinten auf. Was wird passieren? Du wirst ihn ziemlich sicher
Ziemlich sicher wird er dir einen Jäger setzen, weil du spottest ihn ja. Und es kann ja durchaus sein, dass, was weiß ich, irgendjemand da drauf ballert. Satsuma ist halt schon sehr weit weg und dann wäre nur noch die Duncan und die hat halt auch nicht so krass viel Range. Von daher muss man immer ein bisschen gucken, aber ja. Rockets sehen ganz gut aus. Ich sehe jetzt den Anflug nicht am Ende. Ja, passt, aber. Ja, aber seht ihr hier am Ende auch, die Rockets sind natürlich für Schlachtschiffe nicht so sonderlich gut geeignet. Jetzt hat er hier auf die Superstaffel gewartet, das passt. Weil die nicht pennen. Also du pennst quasi nicht die Kasematte, du pennst nicht, das Deck kommt drauf an, aber du pennst auf jeden Fall nicht die Kasematte an der Seite und du kommst relativ tief angeflogen und machst dann pup, 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 pup. So kommen die Dinger hier raus. Und damit sind die halt sehr, sehr gut gegen Cruiser, machen gegen Cruiser ziemlich viel Damage, aber halt nicht gegen Schlachtschiffe. Das ist das, was ihr am Ende jetzt hier gesehen habt. Und von daher wäre ich da auch wahrscheinlich eher auf den Cruiser damit gegangen an der Stelle. Ja, Superstaffel kommt hier überhaupt gar nicht durch. Ein Plan wird vorher abgeschlossen. Das ist halt das Thema, Leute, ne? Worauf ich gerade eben hinaus wollte, ist, ihr könnt, viele sagen ja auch, Carrier sind OP, sind die ja auch meiner Ansicht nach auch, weil man, also gut gespielt, kannst du halt extrem viel damit machen, aber wenn sich das Gegnerteam durch Zufall auch mal gut anstellt und wenn die nämlich bulken, dann ist es nämlich für einen Carrier schon plötzlich ganz, ganz schwer, wirklich seinen Impact ins Spiel zu bringen. Weil eine Groningen ist nur im Regelfall gesmoked. Den kriegst du nicht gespottet mit deinen Planes. Kannst du machen dagegen, was du willst. Eine Condé ist schwierig anzugreifen. Vor allem steht die da hinten aber auch hinter Inseln. Unser Anflugweg ist extrem lang. Den brauchen wir nicht angreifen. So, und wen haben wir denn dann jetzt noch? Dann haben wir eine Venezia, eine Hindenburg, Patrizia, Duma doppeln sich, Neptun ist im Smoke. Also die sind am Ende alle gedoppelt, ne? Und jetzt greifen wir hier. Ich weiß gar nicht genau, wen wir jetzt hier angreifen. Wieder Jäger. Recallen. Ja, hat er recalled, aber ich glaube, das war zu spät. Da seht ihr das? Da hinten gehen die Plans nämlich runter. Ihr müsst natürlich. Okrop, moin. Dankeschön auch für dein Follow. Ihr müsst natürlich am Ende auch immer ein bisschen gucken, dass ihr die jeweiligen Ziele so angreift, dass ihr auch natürlich den Schaden macht, den ihr machen müsst. Weil am Ende ist auch so ein Carrier. Müssen wir uns nichts darüber vormachen, eine Hauptdamagequelle für so ein Team, Leute. Wenn ihr, keine Ahnung, 150.000 Schaden macht, schaut euch mal die Schlachtschiffe an, ein Superschlachtschiff hat 120.000, ne? Das ist natürlich nicht so krass viel. Jetzt greifen wir wahrscheinlich wieder. Die Reihenfolge gefällt mir hier nicht, dass wir erst mit den Bomben, dann mit den Torps, dann mit den Rockets anfliegen. Weil wir werden jetzt, also wenn wir Glück haben, machen wir einen Brand, aber der hat jetzt einen Doppelbrand gekriegt, das heißt Damagecon safe. Und das heißt, ich hätte jetzt hier eigentlich mit was anderem angegriffen. Jetzt greifen wir auch die Neptun an. Das heißt, wir greifen also gar nicht die Pommern an. Gefällt mir auch nicht. Und der ist zu weit hinten. Sollte aber trotzdem guten Damage machen. Siehst du? Und das ist das, was ich meine, ne? Das war jetzt die Condé, Leute. Und der Strike war viel zu weit hinten gesetzt. Aber trotzdem, weil es die Condé war, machen wir am Ende einigermaßen vernünftigen Schaden damit. Oder da drauf. Weil wir den pennen, auch wenn wir nicht alle Planes treffen, nicht alle Rockets am Ende ins Ziel bringen, ist es trotzdem viel mehr Damage wie bei der Satsuma gewesen, weil wir ihn halt pennen. Ganz, ganz wichtig, da sollte man auch immer, also wenn man vor allem Carrier fliegt, wenn man, also als Carrier Main erwarte ich sowas, wenn man hin und wieder so gelegentlich mal Carrier fliegt, dann ne, braucht man das nicht erwarten, aber prinzipiell sollte man schon wissen, was man auch mit seinen Waffen dann pennt, weil dann kann man nämlich sein Damage im Allgemeinen und damit auch sein Impact natürlich nochmal deutlich maximieren. Der müsste zu dicht dran gewesen sein, da müsste die Venezia reinfahren. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, waren nicht zu dicht. Okay, waren nicht zu dicht. Er hat aber irgendwie abgebremst oder so. Also irgendwas wird er gemacht. Ja, sehe ich jetzt leider nicht mehr. Also irgendwas wird er gemacht haben, weil die sahen relativ spät abgeworfen aus. Und man muss dann natürlich auch immer ein bisschen darauf achten, dass wir oder dass die als solches, dass die Waffen natürlich auch scharf werden, ne? Auch wenn er mal einen kleinen Dodge-Turn etc. macht, dann muss man natürlich ein bisschen darauf achten. So, jetzt wiederum sieht die Runde plötzlich sehr, sehr gut aus. Wir mussten jetzt mehrmals durch Groß-AA durch. Aber jetzt haben wir am Ende hier eine Groningen, die von der, also eine Pommern, die am Ende von der Groningen gecovert wird. Aber das war es halt, ne? Dahinter kommt dann jetzt noch eine Satsuma. Aber die Cruiser, die dicken, die dazwischen gestanden haben, die sind jetzt weg. Und das ist natürlich sehr, sehr gut.
Dadurch ist der AA-Cover weg. Und das werden wir jetzt auch relativ schnell merken, dass wir hier deutlich, deutlich besser farmen können. Am Ende, also wenn die Pommern überhaupt noch lebt, auf jeden Fall aber auf dieser Zuma, Leute, ne? Wenn sich die Schlachtschiffe natürlich irgendwo ganz hinten verstecken, dann verstehe ich das. So wie es am Anfang der Runde war, habe ich euch gerade eben gezeigt, eine ganz, ganz klare Front da an der Stelle. Dann macht ihr da relativ wenig. Ich würde jetzt auf jeden Fall auf dieser Zuma gehen und dann versuchen, vielleicht haben wir irgendeine andere Staffel hinten dran, mit der wir nochmal einen Permabrand forcen können. Ah, die sind halt schon wild, ne? Schade, haben wir nicht. Wieder nur die Rockets. Da würde ich mit den Rockets wahrscheinlich... Weiß ich nicht, ob ich die Satsuma angreifen würde. Also da müsste auf jeden Fall ein Flooding dabei sein. Richtig, genau. Und Floodings auch hier an der Stelle auch mal einen Tipp nochmal von meiner Seite aus. Wir haben das verglichen. Ein Flooding macht prinzipiell ein bisschen mehr Damage als einen Brand. Aber viel, viel weniger Damage als einen Permabrand. Ne? Also Perma-Flooding, gut, die dauern ja genauso lang. Aber prinzipiell weniger auch als zwei Brände. Und deswegen... ist es in solchen Situationen, wenn ihr von einem Carrier angegriffen werdet, und vor allem es ist ein Supercarrier, ist es manchmal auch ratsam, Leute, den Brand oder das Flooding ticken zu lassen. Ein Flooding ist für so eine Satsuma nicht viel, Leute. Wenn der Carrier dann aber ein guter Carrierfahrer ist und direkt hinterher böllert mit vielleicht noch einer anderen Superstaffel, wir haben jetzt hier keine, aber ne, ist ja prinzipiell möglich, dass er das tut. Und dann kriegt ihr zwei Brände. Dann ist das viel, viel, viel mehr Schaden, als wenn ihr nur ein Flooding da hättet mal ein bisschen ticken gelassen. Ne? Ich kann euch nicht mehr Tipps dazu geben. Also es ist am Ende immer noch ein bisschen, man muss darauf achten, wie man's am Ende tut. Was mir ja auch nicht gefällt, sage ich euch ganz ehrlich, Leute, unser Positioning vom Carrier finde ich nur so semi-optimal. Also wir greifen jetzt auch wieder mit an, aber... Also dieser Zuma da hinten ist auf jeden Fall Gott weiß wo positioniert. Aber wir halt jetzt auch nicht mega offensiv, ne? Also ich hätte mir eigentlich schon gewünscht, dass wir ein bisschen eher zumindest reingedreht hätten, dass wir hier vielleicht noch irgendwo hier uns hingestellt hätten, hier an die Insel ran oder so. A, dürften wir hier eigentlich nicht mehr verlieren, wenn wir hier angreifen mit der Satsuma. Da sollte eigentlich nichts passieren. So, jetzt haben wir die Super Bomber, die Superstaffel. Und da hätte ich mir beispielsweise gewünscht, dass man so ein bisschen, also hier kann man super auch darauf achten, mit den Superstaffeln vor allem. Man sieht jetzt da unten eine Yamato am Berg stehen, ne? Seht ihr hier unten, hier bei C drin. Oder hier oben die Yamato. Da mal ein bisschen mehr auf Permafloodings, ein bisschen mehr auf Permabrände spielen. Nicht einfach nur das nächstgelegene Ziel angreifen, das klappt auch gut, ohne Frage. Oh, hier hinten, hier links geht die Batterie auf, den haben wir ja vorher noch gar nicht gesehen, oder? Kann das sein? Okay, also Patrice ist jetzt, glaube ich, wild im Fokus. Ich würde mir auch gerne mal die Skillung noch am Ende nochmal anschauen, weil für meinen Geschmack machen wir hier verdammt wenig Brände, Leute. Wir haben insgesamt zwei Brände bis jetzt, 32 Rockets verschossen, 24 Bomben. Und wir haben die zwei Brände gekriegt mit einem Anflug auf die Pommern, Leute. Gerade eben war kein Brand dabei, ne? Kein einziger. Not even one. Ja, früh droppen. Früh, früh, früh. Ihr werdet jetzt hier sehen, der fährt schon relativ gut raus. Ne, seht ihr das? Wie weit hier die hinten sind? Man muss mit den Briten, mit den Bomben vor allem, die dauern relativ lange, bis die fallen. Da kann man ruhig früh drücken. Ne, noch. Der sollte ganz gut passen. Genau, und jetzt hat er einen Permabrand auch gekriegt. Der müsste gerade eben gedamaged-Cont haben. Auch wieder hier am Ende ein Fehler von der Partie. Man damaged-Cont auch nicht. Wenn man wenn man vom Carrier noch angeflogen wird, sondern wenn man sieht, dass er recallt, dann kann man Damage konnen. Vorher nicht. Hier auch wieder mit der Staffel greifen wir die Patrie an. Kein Damage, 20 Nicht-Durchschläge, aber wir haben Glück, es gibt einen Brand dafür. Der müsste hinten auf dem Arsch sein, jetzt hat er zwei Permabrände. Das ist natürlich wild. Ne, ist am Ende hinten auch auf dem Arsch. Also, was ich dir auch noch mitgeben kann, Max, ist ein bisschen mehr auf den Lead achten. Du nimmst am Ende immer ein bisschen zu wenig Lead. Für die Tops hier glaube ich tatsächlich nicht. Die sind echt wild schnell. Aber der Rest ist ein bisschen wenig Lead. Mann, oh Leute, hat den Strike gesehen. Das waren 24.000. 24.000, Leute. Die scheiß Satsuma hier vor uns, Leute. Ach. Hier, Jäger droppen.
Jäger, 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 Max. Jäger, wo ist der Jäger? Okay, er hat hier vorne einen gedroppt und der Carrier hat einen. Okay, dann ist es gar nicht so wichtig. Und hier wäre mir, jetzt auch viel, viel wichtiger, die Conde da in der Mitte rauszunehmen, Leute. Die Conde blockt nämlich uns und dieser Duma. Die BBs hier hinten, ey, komm, ganz ehrlich, ich weiß, dass die sich jetzt erstmal, also, dass die sich jetzt heilen und so und alles. Und die waren auch beide in der Damage-Con, das weiß ich alles, habe ich gesehen. Will er natürlich drauf, verstehe ich auch an der Stelle jetzt hier. Aber, der sieht gut aus, der Strike, der müsste auf jeden Fall einen Brand geben. Seht ihr, ne? Seht ihr, Leute, wenn die Strikes auch besser passen, macht ihr auch im Allgemeinen viel, viel mehr Damage plötzlich. Der Alpha ist schon viel, viel höher. Das waren jetzt 12.000 unten Brand und Patriot wieder gedamaged konnt. Seht ihr da dran, der tickt nicht mehr. Ne? Wir sind jetzt bei 180.000, Leute. Also wir haben jetzt hier in der Runde auf jeden Fall... Also 3, 4 Fehler sind dabei und unoptimal... Also teilweise unoptimal gespielt. Die sahen aus wie... Es muss Replay-Bug sein. Also die sahen aus wie, als würden die, was weiß ich, wo erst scharf werden. Aber jetzt eine Runde rückwärts fahren. Tut er. Sehr geil. Sehr, sehr gut. Er fährt rückwärts. Ja, komm. Einfach die... Er wartet auf die Superstaffel. Verstehe ich. Seht ihr hier, Leute? Wir sind deplaned. Seht ihr das unten? Tops weg. Bomben weg. Wir sind deplaned. No planes. Superstaffeln sind da. Sonst nichts mehr. Jetzt hier auf die Condé, das ist wichtig, der sollte rausgehen. Mehr Lead, Max. Mehr Lead. Es reicht aus, um den zu killen, aber trotzdem zu wenig Lead. Und ansonsten würde ich jetzt wahrscheinlich mit den Torps, mit den Torps, die Patrie angreifen. Damit wir am Ende einfach hier nochmal ein bisschen... Ja, also auf jeden Fall erstmal einmal spotten und dann auf jeden Fall auch die Patrie angreifen. Patrie kann sich anscheinend auch nicht mehr heilen, Leute. 12.433 ist genau das, was der vorhin auch hatte. Das heißt, da müssten wir auch gar nicht mehr so viel auf Perma-Brand, Perma-irgendwas gehen. Den müssen wir einfach nur noch rausballern, beziehungsweise raustorpen oder rausbomben, je nachdem. Und dann schauen wir mal. Ja, die pushen jetzt natürlich alle zu A. Unser Team hat sich hier komplett weggewastet. Das ist echt ganz schön krass. Ich nicht erwartet, dass es sowas überhaupt noch passiert. Das dürfte zu viel sein. Fahren hier immer noch weiter rückwärts. Das wird ganz knapp jetzt, Leute. Ah, oh, weil die kommen jetzt hier natürlich zu A rein, ne? Die kommen zu A rein und da können wir halt nichts gegen machen. Und wenn die anfangen auf uns zu ballern, Leute, dann, ne? Dann sind wir tot. Hier wäre jetzt noch vielleicht die Idee, wegzufahren. Ich weiß nicht, ob das der Carrier noch schafft. Das hätten wir auch, wenn dann ein bisschen eher schon mit begreifen müssen. Der Drop gefällt mir ganz gut. Ja, 5200 reicht nicht aus, aber der gefällt mir ganz gut. Komm, jetzt nochmal mit den Bomben hinterher. Hier, oder mit der Superstaffel. Das geht von mir aus auch. Dann nimm die Superstaffel. Ich hätte mir die aufgehoben, die Superstaffel, weil der hat nämlich nur noch 6800. Ich hätte hier die Stockbomben genommen, davon, wo wir jetzt 5 gerade haben, also die Standardstaffel. Und hätte mir die Tops aufgehoben für die Hindenburg. Weil der hat nämlich gerade wieder gedamaged konnt und das ist tot jetzt. Er ist nicht scharf geworden, war zu dicht dran. Mit den Bomben hätte ich jetzt die Hindenburg angegriffen, die Patrie und jetzt mit der Superstaffel dann die Hindenburg hinterher. Nee, jetzt nicht die Hindenburg, Max. Nein. Ah, du musst den rausnehmen, du musst die Patrie killen. Der ist die größte Gefahr da, ist die Patrie. Da ist auf die Hindenburg, den triffst du eh nicht. Die Patrie rausballern, egal was passiert. Komm, jetzt dann mit der Staffel. Irgendwie die Patrie rausballern. Hindenburg ist okay. Hindenburg macht dir Damage, das weiß ich. Ja, ja, du pingst jetzt. Ist okay, verstehe ich. Yamato hat vielleicht, kann den vielleicht angreifen, aber das ist dein Job, den zu killen, Max. Der war in der Damage-Con, das hättest du easy hingekriegt. Und zu wenig Lead, glaube ich. Ach, reicht auch nicht. Bitte, das ist... Ich sag das ja. Die Dinger sind kacke gegen die Teile. Und wie lange wir uns jetzt damit aufhalten, die Patrie zu killen, Leute. Wir hätten hier schon 30.000 Schaden mehr machen können. Wir hätten schon die ganze Hindenburg töten können. Hätten wir unsere Staffeln ein bisschen besser gemanagt.
Ist jetzt natürlich eine gute Situation am Ende für uns, schlechte Situation für die beiden Cruiser, weil entweder die Hindenburg engelt sich gegen beispielsweise unsere Torps, oder aber die engelt sich gegen die Yamato. Ihr seht hier unten, da kommt die Yamato, Leute, und das heißt, der muss sich jetzt irgendwann gegen die Yamato engeln und dann steht da natürlich Broadside zu unseren Torps. Also jetzt bei den Bomben hilft es uns leider gar nicht, aber zumindest bei den Torps. Haben wir jetzt auch hier und hier nichts mehr, ne? 2000 noch. Leben noch. Aber ich hoffe, der Typ stirbt, das reicht aber nicht. Reicht nicht. Seht ihr das, Leute? Das reicht nicht. 751 zu 788, die Runde haben wir verloren. Schade. Schade, wir haben vier Schiffe, der Gegner hat noch eins. Nichtsdestotrotz, wir haben die Runde verloren. Ja, das mit der Patrie hat mir nicht so gut gefallen. Ansonsten durchaus passable Runde, Leute. Da brauchen wir nicht weiter drüber zu reden, glaube ich. Der Critical Error, ja, ist ja okay jetzt. So, Leute, dann schauen wir uns mal Screens an. Also hier auch wieder 7 Brände, finde ich persönlich immer noch relativ wenig. Skillung würde ich mir mal anschauen und die Flaggen auch. Für 46 Bombentreffer, 7 Bomben und die Rockets machen auch Brände. Finde ich das arschwenig. Mal gucken, was da geskillt wurde. Spotted 15, wild. Unterstützer haben wir auch gekriegt. Waren ein paar Fehler dabei, nichtsdestotrotz, Leute, mit ein paar Fehlern 204.000. Da ist ein Dritter geworden, passt. Yamato ist hier der Erste. Das ist die Yamato, die hier unten an der Ecke stand. Ne? Hier? Nee. Hier unten. Da ist dann da, wo die Insel war, bei B am Ende. Gut. Batterie 75.000. Die Batterie haben wir gar nicht oft angeflogen. Die Batterie haben wir, glaube ich, 4-mal angeflogen oder so. Wahnsinnigen Damage. Wieder 48.000. 59.000. Leute, guckt euch mal den Alpha-Schaden an. Nur alleine 50.000 Alpha-Schaden, Leute. Wir haben nicht mal groß hier Perma-Floodings, Perma-Brände, irgendwas beachtet. Wir haben einfach nur. Wo ist denn hier? Ist hier gar kein Brandschaden dabei, Leute, oder was? Wo ist denn hier Flooding-Schaden und alles? Nicht Blade? Rockets, Tactical, Airstrike, Secondary, achso, das ist hier unten, hätte man noch weiter runter scrollen müssen. Das werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Ja, die Anflüge, die passen soweit. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Premium hat er nicht, das tut mir leid. Oh, aber ohne Premium 50.000 Credits, Leute. Ja, noch nicht gekillt. Mir irgendwelche anderen komischen Sachen geskillt. Noch nicht geskillt. Also ich würde hier auf jeden Fall die Brandwahrscheinlichkeit mitskillen, Leute. Nach dem Gefecht hier gerade, also nur jetzt ohne jetzt abschließend da eine Meinung dazu zu geben. Aber das ist mir persönlich deutlich zu wenig. Floodings sind cool. Für 20, 6 Floodings sind, ist das mega gut. Aber Brände sind davon zu wenig. Skill passt. Die beiden passen auch. Hier die Bomben, würde ich wegnehmen. Und dafür entweder hier die Visierstabilisierung mit reinnehmen oder den Brand. Beides wird man wahrscheinlich nicht mitnehmen können, ne? Er hat jetzt 19 Punkte, der Kapitän. Das heißt, 2 kommen noch dazu. Genau, dann würde es genau passen. Also dann könnte man am Ende die 2 Dreier hier noch mitnehmen. Der Rest sieht für mich erstmal voll d'accord aus, so Leute. Das kann man genauso tun. Da würde ich jetzt nicht groß was dran ändern. Der Skill, den finde ich persönlich immer noch relativ stark. Das mit dem Repair.
Bist da sicherlich. Ja. Ah, Flaggen hat er beide drauf. Ops hat er hier gebufft. Finde ich gut. Die Skills sehen gut aus. Das passt alles soweit für mich. Ja, also, Leute, was soll ich euch sagen, ne? Also, vielleicht auch Bad RNG. I don't know. Aber am Ende wenig Brände. Also da würde ich auf jeden Fall mit Skillung gegenarbeiten. Wir haben, also von den Bomben kommen Brände, das weiß ich. Zumindest bei dem Ding, der was ich gerade fliege. Weil die Planes sind halt manchmal. Ja, muss man halt skillen. Am Ende ist es halt wichtig, du hast am Ende diesen einen Anflug. Da muss ein Permabrand dabei sein. Wenn da zwei dabei sind, dann ist das Gegnerschiff am Ende manchmal sogar tot. Ein Permabrand muss dann dabei sein. Dann musst du skillen. Das ist ja wichtig. Das ist deine Taktik. Das ist das, was du tust. Und von daher, ja, würde ich das mitnehmen. Aber ja, gut. Rest habt ihr gesehen. Ansonsten, paar Tipps habe ich dir auch gegeben. Ja, was gibt's noch zu sagen? Am Ende kann ich einfach nur auch nochmal sagen, Leute, wir haben hier Fehler gemacht. Wir haben hier nicht optimal mit unseren Staffeln gehaushaltet. Wir haben hier nicht immer die richtigen Targets angegriffen. Wir haben hier nicht gut auf Permabrände, Permaflandings gespielt. Es war aber auch bei weitem keine schlechte Runde. Das hört sich jetzt wieder so an, wie als wäre das komplett scheiße. Das stimmt überhaupt gar nicht. Das war gut gespielt. Nicht sehr gut, aber gut gespielt. Und für eine gut gespielte Runde machen wir 204.000 Schaden, Leute. Supercarrier sind halt. Muss man schon mal schlucken, würde ich sagen. Aber so ist das. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Falls ihr eure Runde mal kommentiert haben wollt, kommt doch mal zu uns auf den Twitch. Link findet ihr hier irgendwo. Der schwirrt hier sicherlich irgendwo rum. Ich würde mal versuchen, da unten zu suchen an eurer Stelle und dann kommt doch mal auf den Twitch, sendet eure Runde ein und dann geht's damit los. Ansonsten, schöne Woche euch, schönen Tag euch. Dankeschön. Hey Leute, und wenn ihr mich live in Action sehen wollt, schaut mal bitte nach unten. Der Twitch-Link ist da unten verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch mal live begrüßen könnte. Danke.